Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines, süßes Schaf. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Schaf ist rund. Es hat zwei Augen. Nase, Mund. Zwei hängende Ohren hat unser Schaf am Kopf dran, damit es dich auch gut hören kann. Das Fell ist schön weich und flauschig. Es hält unser Schaf warm und ist wunderbar bauschig. Vier Beine hat es mit Hufen. Ah, jetzt höre ich es schon rufen. Es macht nicht Mu, es macht nicht Bäh. Unser Schaf, das ruft laut Mäh. Mein Schaf nenne ich Agathe. Agathe ist ein Hausschaf. Mit ihr auf der Wiese leben ihr Mann, auch Widder genannt, und ihr Kind, das nennt man Lamm. Ein typisches Kennzeichen der Familie ist ihr flauschiges Fell. Dieses Fell hält im Winter warm und wird ihnen im Frühjahr geschoren, damit es zu Wolle verarbeitet werden kann und sie im Sommer nicht schwitzen. Wusstest du, dass ein Schaf ca. 2 bis 3 Kilogramm Wolle gibt? Aus der Wolle eines Schafes kann man ungefähr 2 Pullis machen. Toll, oder? Und nun Bühne frei für meine kleine Gastzeichnerin. Der Kopf von Schaf ist rund. Es hat 2 Augen, Nase, Mund. Zwei hängende Ohren hat unser Schaf am Kopf dran, damit es dich auch gut hören kann. Das Fell ist schön weich und flauschig. Es hält unser Schaf warm und ist wunderbar bauschig. Vier Beine hat es mit Hufen. Ah, jetzt höre ich es schon rufen. Es macht nicht Mu, es macht nicht Bäh. Unser Schaf, das ruft laut Mäh. Und wie heißt dein Schaf? Mein Schaf heißt Fritzi. Nun bist du dran. Zeichne dein Schaf und gib es einen schönen Namen. Du darfst mir die Zeichnung deines Schafes gerne schicken. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.